Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Witcher 3 hier bei letsplays.org. Ich bin der Micha und wir haben jetzt wieder einen normalen Zustand erreicht. Ich glaube, ich habe mich gerade vollständig genesen jetzt. Dieses komische Pferd, was ich gerade reite, ist nicht mein richtiges Pferd. Das ist auch irgendwie ein bisschen scheiße. Naja, egal. Wir reiten hier ein bisschen vorher. Hey, schon von den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden? Temerien? Die Poppen sollen ganze Dörfer bei Wüste infiziert haben. Wir suchen Hendrik oder sowas. Und der soll hinter dem Berg sein. Ich denke mal, dass wir dort auch jetzt hinreisen werden. Mit unserem schönen... Oh, ich muss... Los, lauf! Ich soll verschwinden, warum? Seid doch froh, dass ich hier bin, da passiert euch nichts. Bei so einem Killer wie ich bin. Hä? Beweg dich! Komisch. Habt ihr das gerade gesehen auf der Karte mit dem Weg? Boah. Der zeigt mir immer andere komische Wege an. Ich reite einfach querfeld ein. Ich gucke nur auf die Karte. Wir haben unser Ziel erreicht. Glaube ich. Ah, Heidfelde. Genau. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Boah. Diese Schweinehunde. Die haben mir schon wieder ordentlich was abgezogen, ne? Hab ich das Vieh umgebracht? Boah, jetzt aber. Und klatsch! Den beißt nicht. Krass. Wie soll ich die Viecher denn töten? Ey. Ey, den geht nicht. Ich muss irgendwie mehr. Ey, drehst du dich mal um, du scheiß Pferd? So. Und noch einmal. Eine Runde geht noch. Oh, nicht erwischt. Und jetzt hat er mich erwischt. Ich bin tot. Fängt ja gut an. Also, liebe Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwie jede Art von Missgeburt, die mir hier irgendwie entgegenkommt im Laufe der ganzen Bewegung, ist irgendwie todesschwer umzubringen. Ich gehe jetzt vom Pferd runter. Also Pferd ist ein bisschen schwierige Steuerung, aber das ist krass. Das ist tatsächlich krass. Weil ganz ehrlich, ich habe die Viecher jetzt mit einem Schwert, das war kein Messer, das war ein Schwert, umgehauen, die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe von 3, 2 umgebracht. Oh, entschuldigt bitte. Naja, das probieren wir halt nochmal. Ich muss halt dort auch hinein. Das waren praktisch so wie so eine Art Wachhunde. Vor dem Gebäude, wo der Hendrik sich befindet. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. So. Ich werde jetzt einmal durchreiten. Und nichts machen. Jawohl.
Das sind doch nur zwei. Einen davon habe ich letztens eben getötet schon. Ja, super. Der schlägt ja echt klasse. Das ist zum Kotzen. Den muss ich genau rechtzeitig. Alter. Scheiß Pferd. Ich hasse dich. Komm, scheiß auf das Pferd. Krass. Sind nur noch drei davon. So, ihr Scheißviecher. Ich werde euch jetzt trotzdem verraten, aber vom Feinsten, ey. Zack. Und wegspringen. Und töten. Und wegspringen. Und draufhauen. Und wegspringen. Und nochmal wegspringen. Und gib ihm. Meine Fresse. Ich bin schon wieder fast tot. Leck mich am Arsch. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Ich bin ein Freund. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ich habe ihn verzaubert. Schade, dass das keine Frau ist. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt bei dem soll überhaupt. Ich soll da die Ciri finden. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Ja, krass. Ganze Dorf ausgerottet. Wer sind sie? Die Sonne ging unter. Und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, wilde seltsam. Irgendwas. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Wilde Horde, oder wie das hieß. Folgen hier vor oder drei und hergeritten sind. Boah, was ist denn mit denen los? Auch Zauberer, die sind ja eiskalt. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie, dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Krass. Krass, 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 krass.
Pferdchen, da bist du ja. Wir müssen jetzt irgendwie mal gucken, dass wir uns ein bisschen Lebenselixier wieder... Weil ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich bin gleich todestot. Hier wird es auch nichts geben, meine ich. Ja, aber auch nichts dagegen, wenn ich sterben würde. Langsam, langsam. Kann ich mir reingehen? Er wurde gefoltert. Oh. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte seine Hose durchsuchen, ja. Mal seine Taschen durchsuchen. Und finde was. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in der... Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Ja. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ein Becher. Ah, hier ist das Schlüsselding. Geil, ich habe was gefunden. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Boah, was haben wir denn hier für einen Bunker gefunden? Der leckt mich fett am Arsch. Was ist das denn? Vermisst Tamara Stringer, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Blablabla. Interessant. Was ist passiert hier? Was passiert hier los? Was ist hier los? Krass. Immer hell machen wieder. Kronen. Können wir noch mehr auswählen. Das ist schon krass. Wir haben hier ein Geheimversteck gefunden. Was ist das? Untersuchen wir ein Buch. Ein Zauberbuch, Magierbuch vielleicht? Ein Bestandsbuch. Nein, Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Aha. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Betrunkenes Schwein. Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Wir gehen mal von oben und da durch und hören uns das mal an. In Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Das Getrunkenes ist Schwein. Die Beschreibung von der mir. Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Objekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Das ist alles Vorsicht ein ist angebracht. Strange, weil ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Und nu? Was machen wir jetzt? Was schließen wir daraus? Schließe ich hier überhaupt gar nichts aus. Quest abgeschlossen. Neue Quest, Hexenjagd. Ey. Der kann doch nicht hoch.
Ey, der kann doch nicht hoch, Leute. Der fällt immer wieder runter. Oh mein Gott, ich habe einen Bug gefunden. Ja, vielleicht kann ich hier noch mit dem komischen... Ey, willst du mich verarschen? Aber da muss ich hier noch was machen. Da ist was. Ne. Hallo, 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 hallo. Kann ich noch was machen? Nö. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Dann werde ich an dieser Stelle das Let's Play abbrechen und versuche noch ein bisschen rauszukommen. Und wenn nicht, dann starte ich das Spiel einfach mal neu. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich weiß selber nicht, was das hier gerade für ein Problem ist. Ich hoffe, ihr schaltet in den zukünftigen Folgen auch ein, wenn es heißt Let's Play The Witcher. The Witcher 3. Dann bis bald, euer Micha.